Ja, schönen guten Tag. Wer sich diesen Videobeitrag ansieht, hat sich möglicherweise dazu entschlossen, die Steckachse seines Oldtimers neu abzudichten. In dem Fall werde ich das mal demonstrieren an einem Auto, an einem Mercedes der Baureihe W111. Es ist also das, was man so landläufig als Heckflosse bezeichnet. In dem Fall ist es das Coupé, aber das hat die gleiche Bodengruppe. Es funktioniert auch bei der Mercedes Pagode, also bei dem Cabrio der 60er Jahre der Baureihe 113. Das hat auch die sogenannte Eingelenk-Pendelachse, ist auch mit solchen Steckachsen aufgebaut. Und in der Regel fängt man an, den Wunsch zu entwickeln, die Achse abzudichten, wenn sie anfängt zu ölen. Also man hat dann üblicherweise auf dem Boden an der rechten Seite läuft schon das Öl raus. In dem Fall ist es noch nicht ganz so weit. Vor dem TÜV habe ich mal geprüft, ob die Feststellbremse auf der linken Seite genauso anzieht wie auf der rechten Seite. Und das kann man dadurch machen, dass man den Wagen an der Hinterachse anhebt oder vielmehr den Wagen hinten anhebt und die Feststellbremse um 1, 2, manchmal auch bis 3 Rasten zuzieht und dann einfach von Hand mal versucht, die Reifen in Fahrtrichtung zu drehen. Das geht natürlich mit zunehmender Raste dann immer schwerer. Und es sollte links in etwa genauso schwer gehen wie rechts. Und wenn es rechts deutlich leichter geht, dann ist es auch ein Hinweis darauf, dass die Achse wahrscheinlich schon Öl verliert, aber dass es eben noch nicht so weit ist, dass es rausläuft. Die Arbeit habe ich vor einigen Jahren schon mal gemacht. Aus meiner Erinnerung raus ist das so eine Arbeit mittlerer Schwere. Also die meisten Hobbyschrauber sollten damit noch ganz gut zurechtkommen. Man braucht auch kein besonders exotisches Spezialwerkzeug. Zumindest nicht in der Version, die ich zeigen will. Deswegen kann man das mal in der Garage demonstrieren. Schauen wir uns noch kurz die Ersatzteile an. Das hier ist ein Dichtungssatz für die Steckachse. Der besteht aus zwei Simmerringen, die wir verbauen werden. Dann haben wir hier eine sogenannte Nutmutter, eine Sicherungsscheibe für diese Nutmutter. Hier noch eine Papierdichtung. Wer die Arbeit an dem Auto zum ersten Mal macht oder wenn die Arbeit an dem Auto zum ersten Mal gemacht wurde, also zum ersten Mal nach 50 Jahren, dann sollte man auf jeden Fall noch das Kugellager mit auswechseln. Das müssen wir sowieso abziehen von der Achse. In dem Fall, nachdem das bei mir jetzt noch nicht so viele Kilometer her ist, werde ich das alte Kugellager verwenden. Aber wie gesagt, wer die Arbeit noch nie gemacht hat, der sollte auf jeden Fall noch das Kugellager mit dazu nehmen. Was wir dann auch noch brauchen, sind hier neue Bremsbacken für die Feststellbremse und für die Scheibenbremse. Das hat eigentlich nicht unmittelbar mit der Reparatur der Achse zu tun, aber das Öl fließt oder ist vermutlich über diese Bremsbeläge geflossen und zieht dann hier ziemlich schnell ein. Man kriegt das nicht mehr sauber, die Bremswirkung wäre nicht mehr gewährleistet. Also diese Dinge muss man auf jeden Fall neu machen, ist auch wieder kein großer Aufwand. Wir bauen einfach die alten Teile nicht mehr ein, sondern eben dann gleich die neuen. Und wenn man das auf einer Seite macht, sollte man das eigentlich auf der anderen Seite auch gleich neu machen, wenn es jetzt nicht gerade vor kurzem gemacht wurde, um eben auf beiden Seiten die gleiche Bremswirkung zu erhalten. Und man kriegt ja sowieso alles in Paaren geliefert. Insofern ist es auch kein riesiger Aufwand. Was wir auch noch brauchen, ist eine Kette. Damit werden wir die Achse rausziehen. Dann brauchen wir einen etwas größeren Vorschlaghammer. Das ist dieser hier, das ist ein 5-Kilo-Hammer, vielleicht würde auch ein bisschen weniger ausreichen. Die Schwierigkeit, also die einzige wirkliche Schwierigkeit bei der Arbeit ist es, die Achse aus dem Rohr, die Steckachse aus dem Rohr der Hinterachse auszuziehen. Dafür gibt es sowas wie einen sogenannten Schlagabzieher. Das hat man heute in der Regel nicht mehr. Deswegen werden wir das einfach mal hier mit diesem Hammer machen. Wir sehen dann, wie das funktioniert. Um die Kette an der Steckachse zu befestigen, habe ich hier mal noch so eine Reihe von Schäkeln und Haken mir geholt. Mit denen werden wir das dann entsprechend befestigen. Das sieht man aber später. So, als nächstes müssen wir den Bremssattel abnehmen. Vielleicht vorher noch mal ein Wort zur Sicherung. Ich habe jetzt hier einen Wagenheber genommen, aber man sollte sich nie auf den Wagenheber allein verlassen. Lieber noch mal so einen Bock unterstellen. Und was man natürlich auch machen kann, ist einfach den Reifen noch mal vorsichtshalber in das Auto legen und ein bisschen unterlegen. Einfach alles zur Sicherheit, falls vielleicht doch mal was umkippt oder irgendwas schief geht.
Und dann müssen wir ja auch die Handbremse lösen, sonst kriegen wir die Achse nicht ab. Und dafür ist natürlich auch ganz gut, den Wagen zu sichern mit solchen Keilen. Am besten auf der anderen Seite auch nochmal gegenrollen in beide Richtungen, damit da nichts wegrollt im Ernstfall. Und eben soll dann natürlich der Boden auch sein. Jetzt müssen wir die beiden großen Muttern des Bremssattel lösen. So, jetzt könnte man theoretisch hier die Bremsleitung abmachen und dann läuft natürlich die Bremsflüssigkeit raus, die man auffangen muss. Dann müsste man vorher auch den Behälter entleeren entsprechend. Das Ganze dann später auch wieder entlüften. Ich spare mir das mal hier, weil wir eigentlich den Bremssattel nicht so weit abnehmen müssen. Den müssen wir ein kleines bisschen zur Seite. Das ist eigentlich problemlos möglich bei angeschlossenem Bremssattel. Jetzt können wir schon die Bremsscheibe abziehen. Deswegen ist es auch nicht besonders schwer, die Bremsscheiben selber zu wechseln. Die werden im Wesentlichen eigentlich nur durch die Radmuttern gehalten. Und hier sieht man schon so ein bisschen verölt. Hier unten, da ist schon Öl drin. Und hier auf den Bremsbelägen ist auch ein bisschen Öl. Also das war in der Tat jetzt nötig, das zu machen. So, die Bremsbacken werden festgehalten mit diesen Federn hier. Die auszubauen ist zwar nicht so arg schwer, aber sie einzubauen, das wird später ein bisschen unangenehm werden. Dann müssen wir die nämlich reindrücken und dabei drehen, sodass sich das unten wieder verhakt. Ich habe mir hier mal an einem Schraubendreher so eine Kerbe gemacht. Die macht das ein bisschen leichter. Es gibt auch ein Spezialwerkzeug dafür. Das ist ein unangenehmer Teil der Arbeit. Es scheitert bestimmt nicht dran, aber das mache ich immer wieder ungern. Vielleicht hätte sich dieses Spezialwerkzeug durchaus mal belohnt. Wie gesagt, der Ausbau geht noch einigermaßen. So, und diese Schraube, diese Feder haben wir unten nochmal. Theoretisch sind wir schon so weit, dass wir die Achse rausziehen können. Der aufmerksame Beobachter hat bemerkt, dass wir das Öl gar nicht abgelassen haben. Das kann man machen, wenn das Öl noch nie gewechselt wurde, kann man auch drüber nachdenken, das vielleicht mal auszutauschen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Meiner Erfahrung nach, wenn man die Achse rauszieht, kommt nicht so furchtbar viel Öl raus, als dass es sich lohnen würde, es deswegen abzulassen. Aber kann jeder selber machen, wie er will. Ich werde das Öl später einfach hier mit einer Wanne auffangen und dann wieder einfüllen. Aber wie gesagt, man kann es auch im Vorfeld ablassen. Wobei einen das nicht davor schützt, dass hier ein bisschen was rauskommen wird. Hier habe ich jetzt drei solche Schäkel, mit denen wir das hier mit der Achse verbinden. Und hier eine Kette. Und insgesamt möchte ich das Ganze an drei Punkten festmachen. Nämlich hier, hier und hier unten. Und dafür nehmen wir die Löcher, in denen kein Gewinde sich befindet. Das hat den Vorteil, dass wir möglicherweise beim Rausschlagen, beim Rausziehen der Achse, jetzt brauchen wir keine ganz riesigen Kräfte, aber es kann immer sein, dass man dabei ein Gewinde beschädigt. Deswegen ist eine gute Idee, man nimmt die Löcher, in denen sich gar keines befindet. Und hier haben wir jetzt eine Kette. Die lege ich jetzt so zusammen, dass wir an einer Seite drei Enden bekommen. Also so. Jetzt haben wir an dieser Seite haben wir jetzt drei Enden, nämlich hier dieses Doppelte und die einfachen.
und die verbinde ich jetzt mal mit der Achse. So, diese zwei Teile sollten jetzt etwa gleich lang sein, wie man das sehen kann hier. Denn hier kommt ein Holz dazwischen und auf dieses Holz werden wir dann hier draufhauen. Jetzt sieht man, dass das untere noch etwas zu lang ist. Das könnte man um ein oder vielleicht sogar zwei Gliederketten, naja, eins würde reichen, um eins verkürzen. Dann hätten wir hier in etwa die gleiche Länge wie hier die Katze. Es geht praktisch alles nicht ohne Katze. So, und jetzt zur Technik. Ich habe also jetzt hier ein Stück Holz. So. Ein Stück Holz zwischen diese beiden Teile der Kette gelegt. Und damit werden wir es mit leichten Schlägen, werden wir es die Achse rausholen. Moment. Okay, dann in die Mitte. Ja. More forcefully. Okay, come on. Sehr schön. Noch ein bisschen. Okay, danke. So, das ist jetzt die Achse im ausgebauten Zustand. Hier sieht man das Kugellager und hier die Nutmutter und unter der Nutmutter ist die Sicherungsscheibe und hier ist an dieser Stelle ist die so ein bisschen eingeschlagen, damit sich die Mutter nicht mehr von alleine bewegen kann. Auf der anderen Seite auch nochmal direkt gegenüber. Das heißt, wir müssen jetzt praktisch hier diese Sicherungsscheibe erst so ein bisschen nach unten schlagen, soweit, dass wir eben die Mutter drehen können. Mir geht es darum, das Lager nach oben rauszunehmen und das möglichst ohne es zu beschädigen, denn ich will es ja wiederverwenden. Wer ein neues Lager hat, der kann hier ein bisschen gröber ans Werk gehen. Jetzt muss ich das in irgendeiner Form von unten unterstützen, um es nach oben zu holen. Dabei würde sich hier diese Scheibe selber ganz gut eignen, weil er nicht sehr gut hier unten abschließt. Dann hole ich das Lager quasi nicht an dem äußeren Ring nach oben, sondern an dem inneren. Suchen wir das mal irgendwie. Das Lager. Schauen wir mal, ob es sauber ist, spielfrei. Sieht gut aus.
Und jetzt müssen wir in dem Fall machen mit dem Lager, auch mit dem neuen. Wir müssen das mit Heißlagerfett füllen. Die Seite auch noch. Wir das abnehmen, merken, das hier war außen bzw. unten, das hier war innen. Der Simmering, die offene Seite des Simmerings zeigt immer zum Öl hin, die geschlossene in die trockene Hälfte. So, jetzt müssen wir diesen Simmering ausschlagen und dann muss der neue dafür rein. Ein bisschen einölen. Und jetzt muss man vor allem gucken, dass sich der Ring nicht verkantet beim Einsetzen. Da kann man sich jetzt beim Reinhämmern ein bisschen Zeit lassen. Den Zimmerring ein bisschen einölen, damit er richtig dichtet. So, und jetzt muss das Lager wieder drauf. Wer das alte Lager noch hat, der setzt jetzt einfach das alte auf das neue und hämmert dann lieber auf das alte Lager drauf, um das neue nicht zu beschädigen. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das Ganze einigermaßen heil nach unten bringe. So, jetzt kommt zuerst die Sicherungsscheibe mit diesem Grat nach unten. Und zwar so, dass sie hier in diese Nut reinkommen. Also die Nutmutter, die kann ruhig relativ fest sein, wer es genau machen kann und das Werkzeug dazu hat. Das ist so in der Größenordnung von 200 Newtonmeter. Vielleicht, ja, also es hat ja selten jemand einen Drehmoment-Schlüssel, den man hier so ansetzen kann. Also man kann sagen im Prinzip, die Reifen sind vielleicht, die Radmutter sind 120 und 200 ist eben dann nochmal eine Ecke mehr. Oder wenn man es vielleicht ein bisschen genauer machen will, also 200 Newtonmeter bedeutet, dass man mit ungefähr 20 Kilo Gewichtskraft an einem Hebel
Nebel belasten würde in der Länge von einem Meter. Also wäre jetzt hier sozusagen ein Schlüssel der Länge einen Meter dran, dann dürfte ich nach diesem Meter 20 Kilo, das Ganze mit 20 Kilo belasten und dann wäre das Ganze mit 200 Newtonmeter angezogen. Jetzt dieses Werkzeug haben wir jetzt hier nicht, aber wie gesagt, auch wenn man sich hier mal den Abstand dieser Gewindegänge anguckt von, glaube ich, 3 mm, dann sieht man, das kann schon ruhig ordentlich zu sein. Ist echt hässlich geworden, aber müsste einigermaßen halten. Ich zeige es mal etwas näher. Hier sieht man jetzt, dass hier diese umgebogene Sicherungsscheibe verhindert, dass ich das Ganze wieder aufdrehen kann. Das muss man jetzt auf der anderen Seite auch nochmal machen. Und dann ist es hoffentlich einigermaßen sicher. Wer hier eine bessere Methode findet, diese Nutmutter da einzudellen, ohne das Kugellager kaputt zu machen, der könnte mir mal eine Nachricht schreiben. So, hier ist jetzt der letzte Simmering drin. Die Ölwanne können wir mal stehen lassen, denn wenn wir den rausholen, dann wird noch mal ein bisschen was rauslaufen. Möglichst den Ring rausschlagen und nicht das Rohr erwischen. Jetzt wieder möglichst gleichmäßig und unverkantet einschlagen. Vergangene Viertelstunde habe ich übrigens damit zugebracht, nochmal meine Werkstatt ein bisschen aufzuräumen. Das ist mehr so ein Meta-Hinweis, aber mir geht es immer so, dass wenn die Dinge einigermaßen ordentlich und aufgeräumt sind, dann gleiten sie mir nicht so. Wenn es chaotisch wird am Schluss, dann macht man eher mal Fehler. Deswegen räume ich ganz gerne auch mal zwischendrin auf. So eine Richtung hat das, glaube ich, hier nicht. Das war doch nochmal nötig. Ja, nach dem Reinstecken und Festschrauben der Achse wollte ich dann eigentlich schon sagen, der Zusammenbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge, um dann nach Abschalten der Kamera teuflisch zu lachen.
Jetzt muss man sagen, dass das Zusammenbauen der Handbremse zwar nicht Gegenstand des Tutorials ist und im Prinzip auch kein grundsätzliches Hexenwerk, aber immer wieder unangenehm. Deswegen will ich es vielleicht doch noch mal kurz erläutern. Also schauen wir uns noch mal die Elemente an, die wir jetzt wieder zusammenkriegen müssen. Ich zeige mal an der, an den alten Bremsbacken, weil ich noch die Ölhandschuhe habe. Also das sind die Bremsbacken. Hier haben wir so eine Verstellschraube. Die kann man hier auseinanderschrauben und wieder zusammenschrauben. Damit kann man praktisch die Bremswirkung rechts und links anpassen. Das werden wir dann später auch machen. Von außen kann man das mit dem Schraubendreher noch verstellen. Die drehen wir jetzt erstmal hier ganz zusammen, damit wir es ein bisschen leichter haben später. Sollte sich leicht bewegen. Hier innen, das kann man auch ein bisschen schmieren. So, hier ist eine Feder, die gehört auf diese Seite. Die sehen wir gleich nochmal. Das sind die beiden Haltefedern. Die das Ganze, die kommen dann später hier durch. Werden dann hier praktisch reingedrückt und zwar mit diesem Schraubendreher mit der Kerbe in der Mitte. Wie gesagt, wer hier lieber das Spezialwerkzeug kaufen will, der spart sich wahrscheinlich eine Stunde Arbeit. Man muss das hier reindrücken und dann praktisch auf der anderen Seite dann dieses Häkchen so drehen, damit es dann von der anderen Seite gegenhält. So, und dann haben wir noch hier dieses Schließschloss. Mal gucken, ob man das überhaupt sieht. Ja. Das besteht aus diesem Teil, der wird eingehängt in den Zug der Feststellbremse, also in das Seil auf der Seite. Und dann gehört noch dieser Teil hier dazu. Das Ganze muss so zusammengebaut werden. Dafür gibt es diesen Bolzen hier. Und hier haben wir noch einen zweiten Bolzen für die Befestigung an dem Seil. Ja, und das ist also so, dass es dann praktisch hier so ein bisschen hier reingeht. Und mit dem Seil zieht man das praktisch dann hier nach außen und damit dann die beiden Bremsbacken hier so ein kleines bisschen auseinander. Groß ist der Effekt gar nicht, aber riesige Wege müssen wir auch nicht zurücklegen. Also ich setze das jetzt nochmal zusammen. Später aus. Hier haben wir das hier. Das soll nach oben, nach vorne zeigen. Dann haben wir hier diesen Zug. Dieser Teil zeigt nach hinten, wird praktisch hier so rausgezogen und wird dann hier und hier eingehängt. Und hier haben wir auch nochmal eine relativ kräftige Feder zwischen dieser Öse und dieser. Jetzt diese Feder ist relativ stark, die jetzt sozusagen von Hand auseinanderzuziehen, ist vergleichsweise unrealistisch. Deswegen warten wir also mit dieser Verstellschraube lieber bis zum Schluss und werden später praktisch einfach das hier einhängen, ja, das Schloss, und dann die Feder einhängen, also während das Ganze schon da drauf ist. Das zeige ich dann gleich nochmal. Und jetzt haben wir so ein bisschen Kraft. Mit dieser Hebelkraft können wir das einigermaßen gut nach außen ziehen. Wie gesagt, das im Nachhinein einzubauen und nach oben zu ziehen, ist eher schwierig. So, und dann werden wir praktisch später, wenn das Ganze eingebaut ist, dieses Teil hier einsetzen. Und diese Feder müssen wir dann auseinanderziehen. Die können wir zum Beispiel zuerst hier einhängen. So, jetzt müssen wir sie nach oben ziehen oder umgekehrt. Wir können sie auch vielleicht oben einhängen und nach unten ziehen. Wahrscheinlich ist es etwas leichter. Auch das ist noch schwer genug. Da versuchen wir mal hier mit so einer Drahtschlaufe, das dann mit irgendeinem Hebel nach unten zu ziehen und dann hier reinzudrücken. Und so gut, und dann kommen hier diese Haltefedern. Soweit in der Theorie.